wollte gerade sagen. Digga, wer hupt mich denn die ganze Zeit an? Schleift nicht, oder? Bisschen brumm brumm und das war's. Guten Morgen YouTube, was geht bei euch? Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's blendend. Das hat zwei Gründe, warum es mir blendend geht. Erstmal, es regnet nicht. Das ist schon krass, gerade in München, nachdem es eine Woche durchregnet. Aber der viel wichtigere Grund ist, ihr geht's gut. Sie lebt. Schatz, ich geb dich nie wieder weg. Aufpass nicht, dass sie gleich umfällt. Ja, Baby geht so gut wie noch nie. Was mich sehr glücklich macht. Also ich weiß nicht, ob es ein heftiger Placebo-Effekt ist oder die Tatsache, dass ich, bevor ich Baby abgeholt habe, den Roller gefahren bin. Aber die Zündkerzen scheinen wohl heftig viel ausgemacht zu haben. Bei mir kommt so vor, als ob... als ob es davor nicht so ging. Wobei jetzt, wo ich es gemacht habe, ich glaube, so war es auch davor, aber ich glaube, unten rum fühlt sie sich besser an. Ansonsten, das Quietschen wurde extrem niedrig gemacht, also man hört ganz, ganz selten nur noch und wenn leiser. Dafür eine andere Sache, es klappert aus irgendeinem Grund. Aber der Typ, der die Inspektion gemacht hat, hat gesagt, alles ist super. Ich persönlich denke, dass sie sich immer so angehört hat, dass es einfach der Motorsound ist. Ja, es wird schon nichts Schlimmes sein, das Klappern im Motorraum. Ich meine, meine Schwester fährt einen Roller, der kein Öl hat und der fährt noch. Von daher wird Schatzi das auch überleben. Ein bisschen klappern hin oder her. Ah, ich bin einfach nur so glücklich. Das ist das erste Mal, seit ich dich wieder habe, dass wir richtig fahren können. Weil die letzten Tage hat es ja geregnet, als ob gefühlt Regenwald wäre, Mann. Ich wollte gerade sagen... Digga, wer hupt mich denn die ganze Zeit an? War ich stehen geblieben. Egal, ihr geht's gut. Das ist wichtig. Dir geht's ganz gut, Schatzi. Ja, ihr geht's ganz gut. Ganz gut jetzt hier. What the fuck? Der denkt sich, oh, what the fuck, Digga. Ich könnte einen Roller nie so umarmen, wie ich mein Bike umarmen kann. Wo wir wieder zu der Sache kommen, mit dem Bike fühlst du dich mehr verbunden als mit dem Roller. Im Übrigen wurde noch was bestellt für Schatzi. Und es wird vor dem kommen, was ich vor knapp einem Monat bestellt habe, was aus China verschifft werden muss. Und dazu wird es ein extra Video geben. Es wird so schön. Es wird so toll. Ich könnte es ja schon ein bisschen anteasern, oder? Sagen wir es so, wenn das Teil ankommt, dann wird weder Quietschen noch Klappern ein Problem darstellen für mich. Schleift nicht, oder? Safe nicht, Digga. Alles klar, Digga. Die Sache ist, der könnte halt echt so laut sein, weil die sind behindert laut, diese Golf Airs, Mann. Wenn man die auf den Race-Mode stellt, no joke, das ist penetrant laut. Es fuckt ab laut, meine ich damit. Und das nicht für Außenstehende, für den, der fährt. Aber sie knallen nur auf Race-Mode. Wenn du ihn auf Sport stellst, macht er gar nichts. Bisschen brumm brumm und das war's. Ich hab dich schon im Blick, G-Klasse. Irgendwann wird der Tag kommen, wo sie nicht dasteht und dann werde ich verwundert sein. Es sind keine Carspotter da, das ist nie ein gutes Zeichen. What the fuck ist das, Junge? What the fuck? Die Motorhaube war ja anders fresh, da ja G-Klasse wie Sand am Meer, wie gesagt. Alles klar, da steht Ferrari, da steht einfach ein SLS. Wo sind denn die Carspotter, wenn man sie braucht? Ich glaube, der Ferrari verfolgt mich gerade. Die Frage ist gerade auf dem Beifahrersitz. Ist das seine Tochter oder seine Freundin? Also könnte beides sein. Im Video sieht man es safe nicht, aber vielleicht, wenn er vorbeifährt. Ehrenmann. Schau, wie alle direkt reinschauen. Ja, das ist safe seine Tochter, Junge. Das muss seine Tochter sein. Die war keine 14, Mann. Ja, oder? Doch, 100% ist das eine, ja. So, YouTube, dann trennen sich unsere Wege mal wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es hört sich einfach so gut an. Es ist wie Musik in den Ohren. Outro, da waren wir stehen geblieben. Wenn es euch gefallen hat, YouTube, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen und den Kanal abonnieren. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr gerne ein Dislike da lassen und nie wiederkommen. Wobei, nein, kommt wieder und disliked alles die ganze Zeit, weil das hilft auch dem Algorithmus weiter. Ansonsten bleibt mir gesund, YouTube. Genießt das schöne Wetter, was jetzt Gott sei Dank wieder für 3 Tage angebrochen ist, bevor wieder die Apokalypse losgeht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, yalla!